Motorradmuseen und Sammlungen sind beliebte Ziele für bzw. auf einer Tour. Verbinden sie doch in perfekter Weise den technischen mit dem touristischen Aspekt. Doch bei der Fülle der ausgestellten Exponate geht in vielen Museen manchmal die Übersicht verloren. Und bemerkenswerte Details interessanter Maschinen sowie die häufig ungewöhnlichen Geschichten dahinter werden schlichtweg übersehen. Unsere Reise führt deshalb über reizvolle Motorradstrecken zu einer Schatzsuche der besonderen Art zu je drei Museen in Deutschland und Frankreich. Auch wenn Holzhausen nicht gerade der Nabel der Welt ist, so ist der kleine Ort mit seinem Nikolaus-Otto-Museum, das sich im Geburtshaus des Entdeckers befindet, dennoch ein Muss für jeden Motorenliebhaber, zumal es auch noch in einem reizvollen Motorradrevier, dem Weltkulturerbe Mittelrhein, liegt. Vom Ruhrpott kommend fahre ich früh morgens deshalb gemütlich den Rhein hinunter, gönne mir bei strahlendem Sonnenschein einige kleine Pausen am Rheinufer und fahre zuerst nach Kaup, um in meiner Unterkunft einzuchecken und die 750 vom lästigen Gepäck zu befreien. Die Anfahrt nach Holzhausen über das Wispertal bietet dann als Sahnehäubchen auch noch eine der schönsten Kurvenstrecken der Region zum Genießen. Das Nikolaus-Otto-Museum ist leicht zu finden, denn Haidhausen ist aufgrund seiner eher bescheidenen Größe recht übersichtlich. Zwar ist der Parkplatz bei meiner Ankunft verwaist und das Museum geschlossen, aber an der Eingangstür hängt ein Zettel mit einer Telefonnummer, welche zwecks Besuch angewählt werden soll. Gesagt, getan, und nur eine Viertelstunde später rollt ein Auto neben die Honda, dem Gerhard Klump entsteigt, der sich als ebenso freundlicher wie kompetenter Museumsführer entpuppt. Und so gelange ich in den Genuss einer Privatführung. Der Eintritt ist frei, es ist lediglich ein Kästchen für Spenden aufgestellt. Auf einem knapp 90 Minuten langen Rundgang erfahre ich dabei nicht nur eine Menge über Motoren, sondern auch über Nikolaus Otto, der interessanterweise keineswegs ein begnadeter Ingenieur, sondern lediglich ein pfiffiger Geschäftsmann war. Ein echter Machertyp, der, getrieben von seiner Vision eines neuen mobilen Zeitalters und ausgestattet mit beeindruckender Tatkraft, die Entwicklung der neuen Technologie maßgeblich voranbrachte. Aus der Vielzahl der Motoren, vom Panzer bis zum Fahrrad mit Hilfsmotor, weckt schließlich ein ganz besonderes Exemplar mein Interesse. Platziert in unmittelbarer Nachbarschaft eines im Vergleich gewaltigen Sternmotors, begeistert mich der Motor einer SR 500. Allerdings nicht in der banalen Allerweltsausstattung mit den üblichen zwei Ventilen, sondern als Umbau der ganz besonderen Art mit einem wassergekühlten Versuchszylinderkopf. Der Gaswechsel wird bei diesem Spezialeintopf per Drehschieber gesteuert. Eine Technik, die im Motorradbereich, wenn überhaupt, dann meist bei Zweitaktern verwendet wurde. Zahnriemen regeln den Gaswechsel dieses Unikats, das auf einem Treffen jedem anderen Bike zweifellos die Schau stehlen würde. Dagegen sieht selbst eine auf offenen Zahnriemenantrieb umgebaute Ducati alt aus. Für den Rückweg steht dann nochmal Kurvenschwingen im Wispertal bis nach Kaup auf dem Programm. Die dortige, prächtig renovierte Jugendherberge erweist sich als Glücksfall. Sie hat fast Hotelniveau und für kleines Geld kann man dort prima übernachten. Nach frühem, aber gutem Frühstück beginnt der nächste Tag mit der Fährüberfahrt, vorbei am mitten im Rhein gelegenen idyllischen Pfalzgrafenstein. Und führt mich zwar nicht auf dem direktesten, aber schönsten Weg über Bingen und Bad Kreuznach zum Johanneskreuz und dem Elmsteiner Tal, den ersten fahrerischen Höhepunkten des Tages. Schön, dass hier unter der Woche fast nichts los ist und ich so die kurvenreichen Straßen fast für mich alleine habe. Entsprechend beschwingt und gut gelaunt erreiche ich noch am Vormittag das Technikmuseum in Speyer. Das ist nicht zu verfehlen, denn aus der Ferne weithin sichtbar sind die auf Trägern montierten Flugzeuge, die bekannteste Attraktion dieses Museums, das sogar ein ehemaliges russisches Space Shuttle ausstellt. Der Grund für meinen Besuch ist aber eher erdverbunden. Mein Ziel ist die hier präsentierte, wirklich gut gemachte Friedel-Münch-Ausstellung. 15 mächtige Exemplare, darunter auch einige Gespanne des inoffiziell Mammuts genannten Motorrads, beeindrucken neben ihrem perfekten Pflegezustand durch ihre schiere Größe und machen so geballt dastehend mächtig Eindruck auf mich. Der Name ist Programm und das Wort Massivbauweise gewinnt hier eine ganz neue Bedeutung. Beeindruckend sind auch die zahlreichen interessanten Details, wie Vorderradbremse aus Elektron-Leichtmetallguss, geschlossener Kettenkasten, Kugelfischer-Benzineinspritzung bei der TTSE von 1973 und natürlich auch der markante Doppelscheinwerfer. Ein bisschen am Rande, quasi abgesondert von der Herde der großen Bullen, aber nicht weniger interessant steht mein Schatz Nummer 2, der allerdings die Zahl 3 im Namen trägt. Die Münch 3 ist zwar nur ein niemals in Serie gegangener Prototyp, aber was für einer. Das zierliche Minimamot mit seinem Dreizylinder-Zweitaktmotor, inspiriert von den Kawasaki H-Modellen, beeindruckt durch seine wunderschöne Linienführung im Stil der 70er Jahre.
Eine mächtige Duplex-Trommelbremse im Speichenvorderrad, übernommen von der Mönch 4, und die signalgelbe Lackierung. Falls diese Farbe nicht beabsichtigte Assoziationen zur Post wecken sollte, dann aber eindeutig zur Abteilung Eilzustellung. Der kompakte 646 Kubikzentimeter Dreizylinder Zweitaktmotor von Zweitaktspezialist Sachs mit 120 Grad Hubzapfenversatz für vibrationsfreien Lauf leistete beachtliche 90 PS bei 9000 Umdrehungen und war eigentlich ein für den US-Markt entwickeltes Schneemobiltriebwerk. Sachs lieferte allerdings nur den Motor. Der Rest, Primärantrieb, Kupplung und Getriebe, sowie das eigentliche Motorrad stammt von Friedel Münch. Bei der IFMA 1972 als Studie vorgestellt, stieß die Münch 3 zwar auf große Resonanz, ging aber trotzdem leider nie in Serie. Das Vorbild, die echte H2, ist eine Etage höher in der sehenswerten Motorradabteilung ebenfalls zu bewundern. Leider drängt die Zeit und so reiße ich mich widerwillig los und schwinge mich auf die 750, um noch am selben Tag den nächsten Höhepunkt der Reise, das Deutsche Zweiradmuseum in Neckarsulm, anzusteuern. Neckarsulm war einst das Mekka des deutschen Motorradbaus und NSU 1956 sogar der größte Motorradhersteller der Welt. Eine Tradition, die verpflichtet, und das DZM wird diesem Anspruch mehr als gerecht. Die Qualität der Ausstellungsstücke und vor allem deren Präsentation in einem tollen historischen Dekor sind herausragend. Die zahlreichen Hinweise und Erklärungen meines Führers Sven Heimberger vom Technischen Dienst des Museums lenken meinen Blick auf viele bemerkenswerte Maschinen und ebenso viele tolle Geschichten hinter den Bikes. Man könnte ein Buch schreiben. Bei dem fantastischen Angebot von 400 Motorrädern in nahezu perfektem Restaurierungszustand ist es aber gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Schließlich fällt meine Wahl auch hier wieder auf ein besonders originelles Motorrad. Mein Schatz Nummer 3 ist die 250er NSU Rennmax R22 von 1953, auf der Werner Haas im selben Jahr die deutsche und die Weltmeisterschaft gewann. Dieses schon futuristisch anmutende Motorrad mit von Hand gefertigten Rückgratrahmen aus Chrom-Molybdänblechen, Schwinggabel und einer Trommelbremse mit 250 mm Durchmesser ist ein optischer und technischer Leckerbissen. Eine Skulptur aus Alu, Stahl und Elektrum. Besonders kurios, mitten auf der perfekten Tankverkleidungskombination mit ihrer winzigen Scheibe befindet sich ein orangefarbenes Schaumstoffpolster. Wenn der Fahrer sich auf einer langen Geraden auf dem Motorrad ganz lang macht, dann kann er sein Kinn darauf abstützen, ohne dass Vibrationen auf den Kopf des Piloten übertragen werden. Auch der Motor der R22 mit zwei von je einer Königswelle angetriebenen, oben liegenden Nockenwellen und Tassenstößeln ist ein kleines Kunstwerk, leistete 30 PS und erreichte Spitzengeschwindigkeiten von über 190 km. Die Zeit vergeht wie im Fluge und als das Museum seine Tore schließt, kann ich mich nur widerwillig losreißen. Bei so viel Tradition fällt die Wahl des Übernachtungsortes nicht schwer und ich schlage mein Zeltlager nur wenige Kilometer weiter am Ufer des Neckars auf, um in Heidelberg einen überaus angenehmen Abend zu verbringen, der einen Spaziergang von der alten Brücke bis hinauf zum Schloss einschließt. Geweckt werde ich recht früh vom Motorengeräuschen der Schiffsdiesel, die in geschätzt 15 Meter Entfernung an meinem Zelt vorbeituckern. Das ist aber auch gut so, denn es steht eine längere Etappe an, die mich am Ende ins französische Burgund bringen soll. Auf dem knapp 300 Kilometer langen Weg dorthin, für den ich aus Zeitgründen Schnellstraßen wähle, wartet allerdings schon wieder ein Tier. Allerdings kein prähistorisches, sondern ein verglichen mit einem Mammut relativ junger Löwe. Er stammt genauer gesagt aus dem Jahre 1900 und ist das Symbol der Firma Peugeot. Am Stammsitz in Sochaux befindet sich das Musée Peugeot, in dem natürlich ein weiterer Schatz auf mich wartet. Zwar ist Peugeot nie einer der ganz großen Hersteller von Motorrädern gewesen, hat aber trotzdem einige sehr interessante Maschinen gebaut. Das Museum selbst ist wirklich sehenswert, mit einer durchaus spannenden Mischung von aus Metall produzierten Maschinen, von Kaffeemühlen über Nähmaschinen bis zu Autos und Motorrädern. Nostalgische Gefühle wecken die Automodelle 204 und 205, die ich in früheren Zeiten selbst gefahren habe. Die Motorradecke mit vielen schönen Maschinen der 30er Jahre ist zwar klein, aber fein. Hier überrascht mich zuerst eine 175er Boldor, 50 Jahre vor der CB 900F. Dann aber entdecke ich schließlich meinen Schatz Nummer 4. Die auf den ersten Blick etwas unscheinbare Peugeot P515, ausgestattet mit einem 495 Kubikzentimeter Einzylinder Viertaktmotor, der 22 PS leistete, erweist sich bei näherer Betrachtung als überaus bemerkenswert. Dieses Motorrad startete am 5. Oktober 1934 um 8.36 Uhr zu einem Rekordversuch, der erst am nächsten Tag um 10 Uhr endete.
Erschwert wurde die Aktion durch Regen, Kälte, den Ausfall der Lichtmaschine und weitere kleinere Defekte. Das zierliche Motorrad, das nur eine Trommelbremse hinten besitzt, stellte dabei innerhalb von 26 Stunden drei neue Weltrekorde auf. 2000 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120,3 Kilometer. In 24 Stunden wurden 2849 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 118,74 Kilometer erreicht und schließlich 3000 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 118,16 Kilometer. Entsprechend beeindruckt starte ich am späteren Nachmittag zu meinem Tagesziel Pouilly-en-Ossoir in Burgund, 215 Kilometer entfernt, wo ich mein Zelt aufschlage und mich um weitere Kulturgüter kümmere, burgundische Küche und dazu passender Wein. Am nächsten Morgen steht dann ein weiteres Highlight auf dem Programm. In Savigny-les-Bains wartet der Louvre de la Moto auf mich. In einem Schloss aus dem 14. Jahrhundert befindet sich eines der größten und interessantesten technischen Museen Frankreichs. Dieses ebenso originelle wie faszinierende Sammelsurium von Ausstellungsstücken ist das Lebenswerk des 88-jährigen Michel Pont, der sich netterweise Zeit für einen kleinen Schwatz mit mir nimmt. Der erfolgreiche Winzer aus Volnay sammelt schon seit den 50er Jahren motorisierte Zweiräder. Was ihn daran interessierte, war die Mechanik, denn kurioserweise hält er Motorradfahren für viel zu gefährlich, um es selbst zu praktizieren. Dass er aber eigentlich beileibe kein ängstlicher Typ ist, beweist seine Karriere als Autorennfahrer auf Arbeit von 1965 bis 1972, bei der er in zahlreichen Rennen 168 Pokale gewann. Sowohl die Autos als auch die Pokale kann man in einem Seitentrakt des Museums bewundern. 1979 erwarb er das Weingut in Savigny und quasi als Zugabe das halb verfallene Château. Das bot ihm in den folgenden Jahrzehnten ausreichend Platz für seine schier unerschöpfliche Sammelleidenschaft. Die zahlreichen Ausstellungsstücke befinden sich in verschiedenen Teilen von Schloss, neben Gebäuden und Garten. 250 Motorräder, 35 Armbandrennwagen, 100 Jagdflugzeuge, die den Park bereichern, von alten MiGs bis zu F-16, Traktoren und Feuerwehrautos und sogar ein Luftkissenboot. Die Motorräder sind standesgemäß im altehrwürdigen, von Weinreben umgebenen Château untergebracht. Dieses Museum muss man in Ruhe entdecken. Abgesehen von den für Vincent- oder Norton-Maschinen reservierten Rundtürmen lässt sich nicht unbedingt ein stringentes Ordnungsprinzip erkennen. Stattdessen herrscht eine Art kreatives Chaos. Neben den Motorrädern ist noch Platz für unzählige Motoren, Fotos, Plakate sowie mehr als 1200 Modelle von diversen Fahr- und Flugzeugen im Maßstab 1:18 in Vitrinen. Ehemalige Flugzeugsitze laden zur Ruhepause ein. Die zahlreichen ausgestellten Pilotenhelme könnten sicher auch Motorradhelmdesigner inspirieren. Inmitten dieser Vielfalt finde ich meinen Schatz Nummer 5. Das ist schon wieder ein Tier, diesmal ein gelber Tiger, Baujahr 1971. Dieser Rennboxer à la Française hat als Basis interessanterweise einen Automotor von Panhard, dem ältesten französischen Automobilhersteller. Er stammt aus dem bis 1965 gebauten Panhard 24 mit 851 Kubikzentimeter Hubraum und hatte in der gleichnamigen Version Tigre 50 PS. Der Schöpfer dieser nur in wenigen Exemplaren gebauten Maschinen, Jean-Paul Busch, übernahm den Namen auch für seine gelb lackierten Eigenbaumotorräder. Insgesamt drei Maschinen dieses Typs sind in der Ausstellung zu finden, darunter ein Gespann und eine Straßenversion. Die Rennversion, die es mir angetan hat, leistete bei 141 Kilo 72 PS und erzielte eine Höchstgeschwindigkeit von beachtlichen 210 Kilometer. Bei der Fülle an Exponaten ist es kein Wunder, dass es schon später Nachmittag ist, als ich meinen Rundgang beendet und die Fotos geschossen habe. Beschwingt von meinem Besuch, versehen mit einer guten Flasche Wein des Weinguts, führen mich die wunderschönen kleinen Landstraßen zurück nach Pouilly. Da ich gut in der Zeit bin, gönne ich mir einen Zusatztag in Burgund. Genieße bei strahlendem Sonnenschein die hügelige Landschaft mit ihren kurvenreichen und verkehrsarmen Straßen. La France profonde, das ländliche Frankreich, präsentiert sich dabei wie aus dem Bilderbuch. Es macht einfach nur Spaß, unter den wachsamen Augen der weißen Charolais-Rinder, die überall auf den Weiden stehen, zu grüßen. Entschleunigung pur, zumal es immer wieder etwas zu entdecken gibt, wie kuriose Verkehrsschilder, Achtung Gänsekreuzen, deren Berechtigung nach der nächsten Kurve klar wird, und Transportfahrzeuge der originellen Art. Tags darauf steht der Aufbruch zum letzten Etappenziel meiner Bildungsreise an, das in Nordfrankreich liegt.
380 angenehm zu fahrende Landstraßenkilometer trennen Pouilly von Saint-Quentin in Nordfrankreich. Im Bummel- und Genießertempo entlang der Seine und durch die Champagne über Troyes und Château Thierry erreiche ich bei perfektem Motorradwetter meinen schönen Campingplatz im Nachbarstädtchen Guise erst am späten Nachmittag. Für einen Besuch in Saint-Quentin ist es zwar schon zu spät, aber das macht nichts, denn in Guise wartet ebenfalls eine industriegeschichtliche Besonderheit. Jean-Baptiste Godin, ein von frühsozialistischen Vorstellungen beeinflusster, sehr erfolgreicher französischer Unternehmer, ließ hier 1859 einen Wohn- bzw. Sozialpalast mit 500 Wohnungen, einem Theater, zwei Schulen, Krippe, Bad und Waschhaus für seine 1500 Arbeiter errichten und wandelte sein Unternehmen in eine Art Genossenschaft um, die bis 1968 existierte. Die vierstöckigen Wohnhäuser mit jeweils vier Flügeln bilden einen rechteckigen, mit einem Glasdach versehenen Innenhof. Industriegeschichte plus beeindruckenden sozialen Wohnungsbau des 19. Jahrhunderts sind für mich als Ruhrgebietskind natürlich ein Muss. Am nächsten Morgen geht es dann ins nahegelegene Saint-Quentin. Die alte Handelsmetropole war einst eine bedeutende Industriestadt und hat sich nach schweren Wirtschaftskrisen und Niedergang inzwischen wieder einigermaßen berappelt. Hier befindet sich das Musée Motobécane, übersetzt der Motordrahtesel, das die Geschichte eines der größten französischen Zweiradhersteller dokumentiert. Entstanden aus einer Initiative von Motobécane-Freunden, wirkt das Museum auf dem ehemaligen Fabrikgelände zwar auf den ersten Blick relativ bescheiden, hat aber seinen ganz eigenen Charme. Ein Besuch in der Ausstellung des 1924 gegründeten Herstellers ist vor allem eine Zeitreise in die 60er und 70er Jahre, der Glanzzeit von Motobécane, als in Saint-Quentin neben Motorrädern mehr als 2 Millionen Mopeds der Marke Mobilette gebaut wurden, bevor die Firma 1984 von MBK Yamaha übernommen wurde. Die knapp 100 Modelle umfassende Ausstellung zeigt zahlreiche, teils kuriose Maschinen, so zum Beispiel eine 125er mit hydraulischem Sekundärantrieb oder eine Dreizylinder-Zweitakt-Werksmaschine für die Rallye Abidjan-Nizza, einem Vorläufer der Rallye Paris-Dakar. Sehr interessant ist auch die 350er Straßenversion dieser Maschine mit dem lustigen Spitznamen La Jaune qui fume, die Gelbe, die qualmt. Mein letzter Schatz, die Motobécane 500, ist geradezu perfekt zum Abschluss meiner Tour, denn es handelt sich in gewisser Weise um ein deutsch-französisches Hightech-Produkt. Erneut ist es ein nie in Serie produzierter Zweitakter. 1974 wurde auf dem Pariser Salon als Ergänzung zur 350er Motobécane ein Dreizylinder-Zweitakt-Motorrad mit 500 Kubikzentimetern vorgestellt, um den japanischen Motorradherstellern Paroli bieten zu können. Das Besondere an der Maschine war die elektronische Benzinanspritzung von Bosch, bei der durch eine zentrale Steuerscheibe mit Fotozelle Zeitpunkt und Einspritzdauer bestimmt wurden. Das ermöglichte eine deutliche Senkung des Benzinverbrauchs und der Emissionen. Obwohl nur 4 Modelle mit Benzineinspritzung produziert wurden, gilt Motobécane heute als Pionier dieser Technik. In Serienproduktion gelangte das Modell wegen der Ölkrise bedauerlicherweise aber nicht. In Saint-Quentin endet dann noch meine Schatzsuche. Sie war nicht nur spannend und überraschend, sie hat mich auch im übertragenen Sinne reich gemacht. Zeigte sie mir doch den vielleicht größten Schatz von allen, die Macht der Kreativität. Erfindungsreichtum und Wagemut führen oft zu herausragenden Ergebnissen, die zwar nicht immer sofort den erhofften Erfolg haben, aber häufig den Weg zu neuen Ufern ebnen. Die richtige Tour zur rechten Zeit also, da auch die Motorradbranche wieder vor großen neuen technischen Herausforderungen steht.